Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca ist in Deutschland bisher nur für Menschen unter 65 Jahren vor. Nun hat die Ständige Impfkommission, STIKO, angekündigt, ihre Empfehlung zu dem Impfstoff zu. Es werde sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen, sagte STIKO-Chef Thomas Mertens im ZDF heute. Zum Zeitpunkt der Empfehlung hätten keine ausreichenden Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei älteren Menschen. Anders als die EU-Arzneimittelbehörde EMA verzichtete die STIKO daher darauf, das Vakzin für ältere Menschen zu empfehlen. Größere Abstände zwischen den Impfungen denkbar. Wir hatten die Daten, die wir hatten, und haben auf der Basis dieser Daten die Empfehlung gegeben, sagte Mertens. Aber wir haben nie den Impfstoff kritisiert. Wir haben nur kritisiert, dass die Datenlage für die Altersgruppe über 65 nicht gut oder nicht ausreichend. Er räumte jedoch ein, das Ganze ist irgendwie schlecht gelaufen. Mehr zum Thema Covid-19-Impfstoffe. Nein, 70% Wirksamkeit heißt nicht, dass 30% krank werden, von Julia Merlo-Icon, Spiegel Plus. Icon, Spiegel Plus: mangelnde Mathekenntnisse. Viele Mediziner verstehen selbst grundlegende Statistiken nicht. Ein Interview von Philipp Kollenbruch. Icon, Spiegel Plus. Icon, Spiegel Plus: umstrittener Impfstoff. Die Angst vor AstraZeneca kann gefährliche Folgen haben. Corona-Management, lasst endlich Profis ran. Ein Kommentar von Klaus Hecking: Der Impfstoff von AstraZeneca hat in Deutschland einen schwierigen, denn viele Jüngere, die mit dem Mittel eigentlich geimpft werden könnten, haben Bedenken aufgrund von Berichten über Nebenwirkungen und eine verringerte Wirksamkeit im Vergleich zu anderen. Verbreitet schwankt die Akzeptanz. Mehr als 1 Million Dosen des Impfstoffs lag zuletzt ungenutzt. STIKO-Chef Mertens versicherte nun, der Impfstoff sei sehr gut und werde jetzt durch hinzukommende neue Daten noch besser in der Einheit. Er schloss aber nicht aus, die Abstände zwischen den 2 notwendigen Corona-Impfungen womöglich zu verlängern. Ich halte das für möglich, gerade bei dem AstraZeneca-Impfstoff, dass man sich da noch für etwas längere Intervalle entscheidet. Nach einem schleppenden Start beschleunigt sich das Impftempo in Deutschland zumindest.